vollkommene Dunkelheit. Für kurze Zeit mit einem Sinn weniger auskommen. Mit Dunkelbrille und Blindenstock geht es durch die neue Dunkelstation im Science Center des Hauses der Natur. Am Donnerstag wurde der Hindernisparcours vom Projektkoordinator Karl Vorher, dem Obmann des Salzburger Blinden- und Sehbehindertenverbands Josef Schienwald und dem Museumsdirektor Norbert Winding eröffnet. Wir haben Rampen, wir haben kleine Stufen, wir haben so Türstaffel, wir haben verschiedene Bodenbelege, damit man eben bemerkt, dass das sich sowohl am Rollstuhl, aber auch vor allem für den Blinden ganz anders anfühlt, wenn der mit seinem Taststock, der nichts anderes ist als ein erweitertes Fühlen, wenn der da drüber fährt, auf einmal ist das ganz anders, wenn das übers Pflaster rattert, als über einen glatten Boden. Kinder der Evangelischen Volksschule Salzburg fungierten als Versuchskaninchen und tasteten sich langsam, jedoch sicher durch die Dunkelheit. Die Kinder sollen ein bisschen sensibilisiert werden, sollen in Form einer Selbsterfahrung einmal spüren und erleben, wie es uns eigentlich geht, wie es einem Blinden geht, was für Schwierigkeiten gibt und wie beeinträchtigt man in der Mobilität ist. Und wir merken einfach, dass die jungen Menschen ganz locker damit umgehen, dass sie locker drauf losgehen und dass einfach eine gewisse Bereitschaft da ist, das auch zu testen. Die Kooperation zwischen dem Haus der Natur und dem Salzburger Blinden- und Sehbehindertenverband soll sich nicht nur auf dieses eine Projekt beschränken. Das erklärte Ziel ist ein gemeinsam erarbeitetes Sensibilisierungsprogramm unter dem Motto Sinne entdecken, neu erleben. Wir wollen im Haus Führungen für Blinde anbieten. Da werden uns die Personen vom Blindenverband selbstverständlich wieder zur Seite und zu Rate stehen. Aber wir wollen darüber hinaus auch diese Führung für Sehende anbieten, denen wir dann wieder Dunkelbrille aufsetzen, wieder, um zu verstehen, wo hat ein blinder Mensch seine Schwierigkeiten, aber auch seine Stärken. Durch Selbsterfahrung Berührungsängste abzubauen, ein einfaches Vorhaben mit großer Wirkung.